Okay, dann haben wir jetzt uns die Kampfarena angeguckt und die Grube untersuchen wir später. Wir werden uns erstmal hier um diese Türen kümmern. Oh, ein Geist, Stufe 6. Okay, die Pause wird nicht automatisch aufgehoben, nur weil wir quasi den Heiltrank trinken. Und auch wenn wir hier oben irgendwas anderes machen, passiert das nicht. Wir können sogar. Boah, shit. Wirken die Tränke nicht sofort? Na doch. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ging das letzte Mal aber besser. Der hat noch nicht mal irgendwas fallen lassen. Okay, vielleicht sollte ich doch noch in irgendwas anderes investieren. Oh je, das kann sich ja auch nur noch um Stunden handeln. Ja, wir haben jetzt durch die eine Stufe haben wir quasi. Okay, ich wusste gar nicht, die Fähigkeitspunkte werden doch auch getrennt auf die Charaktere vergeben. Interessant. Dann erhöhen wir mal noch die Zielgenauigkeit. Obwohl, lohnt sich das? Vielleicht legen wir eh bald ein zweihändiges Schwert an. Ach, immer diese Überlegungen. Schlimm, schlimm, schlimm. Gucken wir jetzt erstmal die Tür an. Hinter der ist erstmal ein grüner Punkt. Water, please. Some water. There's no time for this. Samuel and his guards could arrive at any second. His cell is open. The fool can go and look for water himself. Please. Too weak. Ja, deshalb habe ich so viel Wasser eingesammelt. Hier habt ihr etwas Wasser. Thank you. Beware of traps in. Was für Fallen? Monsters. Arena. The wheel. Cages open. Block the. At last the assist is babbling. Oh, ich glaube, ich habe zu schnell weitergedrückt. Entschuldigung. Ja, okay. Er hat uns also verraten, was wir jetzt schon wussten. Er ist wirklich gestorben. Oh mein Gott. Aber er hat uns ein Lehrbuch hinterlassen. Fallen, Fallen entdecken. Okay. Interessant. Tagebuch. Den Folterknecht töten. Ich muss dem Schädel davon. Ah, ich habe dem Schädel auch noch nicht Bescheid gesagt. Das hatte ich gemacht, als ich noch nicht gespeichert hatte. Okay. Ja, apropos speichern. Das können wir jetzt endlich mal machen. So. Ja, darauf habe ich jetzt nicht so viel Bock. Ich glaube, dahinter ist noch ein weiterer roter Punkt gewesen. Hier können wir mal reingucken gehen. Hier stürzt uns nichts entgegen. Oh, ein Kupferamulett. Rüstung plus 1. Oh. What do we have here? I'm afraid you're in the wrong cell, prisoners. Er könnte die Zelle einfach zumachen und der Ärger wäre vorbei, aber nein. Goldmünzen und Schuhe. So, das Kupferamulett übergeben wir mal an den Todesritter. Denn der kann es prinzipiell tragen. Und kann Rüstung, denke ich mal, ganz gut gebrauchen. Oh Gott, selbst das Gold wird aufgeteilt. Das ist natürlich nicht so günstig.
Okay, ja genau. Wir brauchen nämlich mal eine Kappe für unseren Ares. Und die kriegen wir ja als Belohnung von dem Schädel. Okay. Habe ich die Minimap ausgemacht? Oh. Ah, hier ist auch kein roter Punkt. Aber die ist zu. Ach ja, hier waren ja Schalter an der Wand. Schädel waren hier auch an der Wand. Schädel gibt es hier überall. Hier ist irgendjemand gestorben. Leiche enthält einen Gegenstand. Weinflasche. Seriously? Vielleicht ist da was drin. Ups. Ich hoffe, das hat jetzt nichts an Schaden gemacht, dass wir jetzt irgendwie angetrunken sind oder sowas. Schriftzeichen. Ja, wir verstehen sehr viel, nicht wahr? Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird sich das aber irgendwann ändern. Nein, da machen wir nicht auf. Noch nicht. Früher oder später müssen wir uns dem natürlich auch stellen, aber momentan lieber später. So. Dem Schädel Bescheid sagen. Na, wo war er denn? Hier drüben. My hero is back. I heard screams from the next room, so I'm guessing you showed Fergus something sharp and pointy. Das war das Letzte, was ihr von ihm sehen werdet. Ah, it does my old bones good to know that there's one less of his like in the world. Auf Wiedersehen. Ja, eine Lederkappe. Sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt mal probieren, ob das jetzt, ob einer dieser vielen, vielen, vielen Schlüssel uns jetzt hier bei der Sache mit der anderen Tür weiterhilft. Aber ich fürchte fast nicht. Oh, unser Todesritter hängt ganz schön hinterher. Ja. Ja, da müssten wir rankommen. Da kommen wir aber nicht ran. Okay, dann bleibt uns ja jetzt eigentlich wirklich keine Wahl mehr, außer da diese Grube zu nehmen, oder? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ah, Fluchttunnel. Nicht schlecht. Versperrter Durchgang. Ja. Nein, es sieht ganz danach aus, als bleibt uns wirklich nur noch dieser Weg. Gut. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann hierher zurückkehren können, machen wir das jetzt einfach mal. So, Ares, dir geht's noch nicht so gut wieder. Dann stellen wir dich einfach mal in die zweite Reihe und hoffen, dass wir genug Heiltränke haben. Damit wir das hier schaffen. Und kommt er von alleine raus? Nein. Nehmen wir dich einfach mal in die erste Reihe, mein Freund. Na. Oh, wir haben echt nicht mehr viele. 5. Na gut.
Aber wir machen auch schon eine bessere Figur. Und wir sind Stufe 5. Na Gott sei Dank. Oh, ein altes Pergament. Manuskript. Genau. Ich werde meine Beschwerden über diese furchtbaren Bedingungen in diesem Gefängnis niederschreiben. Das Essen ist schlecht, die Wächter sind brutal und die Zellen sind... Der Rest des Textes ist verschmiert mit roter Tinte und die folgenden Zeilen wurden ergänzt. Das Essen ist exzellent und die Wächter sind sehr fair und die Zellen sind sehr nett. Offensichtlich hatte der Schreiber einen plötzlichen Wandel des Herzens. Ja, einen Wandel des Herzens, ganz freiwillig. Okay. Ja, das war dann wahrscheinlich auch der Geist, der das niedergeschrieben hat, als er noch lebte. Dann haben wir jetzt noch eine Zelle übrig, in der noch ein Geist ist, nämlich hier oben. So, alle wieder geheilt. Sehr schön, durch die Stufe. Kommt gar nicht raus. Na. Sicher ist sicher. Na, jetzt treff doch mal. Was soll denn das hier? Es lief das letzte Mal aber besser. Na, also. Und hier gibt's doch nicht mal irgendwie was. Na gut, er wird uns schon ganz schön Batzen an Erfahrung gegeben haben. Dazu habe ich übrigens keine Option gefunden, dass man das wieder angezeigt bekommt. Das finde ich sehr schade. Das können wir nur hier dann halt mitverfolgen. Na gut, wird noch eine Weile dauern bis zur nächsten Stufe. Wir könnten rein theoretisch dann mal wieder skillen. Ist ja nicht noch weiter? Nee. Gut, okay. Na, dann kannst du die doch jetzt bestimmt mitnehmen. So. Dann lassen wir uns mal in diese Grube gleiten. Clumsy human, you hit your head. How could you miss a haystack that big? Ja, Ares ist wahrscheinlich auf den Tisch draufgefallen oder so. Ja, das ist eine gute Frage, wie man so einen Heuhaufen quasi verfehlen kann. Ah, nee. Ja, die Musik kennt ihr vielleicht noch. Also sie kam bei Divine Divinity nicht so oft vor. Die Musik für Beyond Divinity hat natürlich auch wieder Kirill Pokrovsky komponiert. Und einige der Stücke werden uns halt bekannt vorkommen, andere sind komplett neu. Und ja, ich finde das allgemein, finde ich die Musik auch nicht schlecht. Sie ist teilweise ein bisschen penetranter als bei Divine Divinity, aber alles in allem wieder sehr schön. Und gerade wenn man bekannte Stücke hört, ist es was ganz Tolles, wie ich finde. So, okay, dann... Ja, speichern braucht man eigentlich nicht. What do you want, human? Go away. Wir gehen. No, wait. Can you help? My brother needs medicine. Or the black imp is going to take him. Der schwarze Imp. We clean monster cages when nasty little teeth sneak up from behind. The teeth. They took my brother's leg for lunch and now he's gonna surely die. That's barely a scratch. Make the pain stop. He's fading fast. Can't you help us? Please? Ja, wir werden natürlich helfen. You can? Hurry! I need tooth of bony monster to stop the bleeding. I can't leave Ordox, otherwise the black imp might sneak him away. Please find tooth. I can give you a great secret, oh yes. Okay. Naja, dann machen wir jetzt aber hier nochmal ein bisschen Smalltalk, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Wie heißt du? I'm Horex.
Was machst du hier? I clean monster cages for the medicine man. Medicine man? Wer ist denn der Medizinmann? Don't tell him we are here. Okay. Weißt du einen Weg hier raus? No escape from here, except chained to the back of the dark imp's eight-legged steed. Okay, das achtbeinige Ross. Wir haben schon gesehen, was die bevorzugten Reittiere der Imps sind in der Wüste von Divine Divinity. Ja. Okay, was weißt du über diesen Ort? Don't know. No one here. Okay. Möchtest du handeln? Always fun exchanging stuff. Always fun exchanging stuff, ja. Haben wir schon in der Grundschule gemacht, mit irgendwelchen Sachen getauscht. So. Ja, ich finde das Inventar jetzt hier nicht unbedingt übersichtlicher. Und ich frage mich gerade... Okay, wir können mal identifizieren lassen, unser zweihändiges Schwert. Das ist zumindest das Inventar von beiden, das ist schon mal nicht schlecht. 100 Gold. Ja, wir haben nicht viel Gold, aber Moment mal, hat der Imp eigentlich Gold? Ja, der 1400, wir können ja ein bisschen was verkaufen. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Gold. Nicht schlecht. Benötigte Gewandtheit 8, benötigte Stärke 20. Ja, es dauert aber noch ein bisschen länger, bis wir die anlegen können. Diese Klinge. So, okay, dann wollen wir mal eine Keule verkaufen. Ja, es ist wirklich überhaupt nicht sortiert irgendwie. Na gut, es war bei Divine Divinity auch nicht sortiert. So, wir können sogar, eigentlich können wir sogar ein paar mehr noch verkaufen. Wir haben ja schon festgestellt, das Jagdmesser von Ares ist besser als Waffe geeignet. Und dann würden wir einfach mal das nehmen. So, was haben wir hier noch? Ja, Wasserflasche brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Krass, dass sie so viel Gold gibt wie eine Keule. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr davon eingesammelt. Ja, das ist jetzt hier so Zeug halt zum Essen. Und es ist jetzt nicht mehr so wie in Divine Divinity, dass man es einfach runterstopfen kann und dann kriegt man ein paar Punkte irgendwo dazu. Sondern es ist immer mit einer Rast verbunden und damit immer mit Schlafen. Das ist ein bisschen merkwürdig gemacht, wie ich finde. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie gut raus und da kriegen wir bestimmt auch noch eine Routine mit rein. So, eine kleine Axt. Wollen wir die verkaufen? Ich weiß nicht. Wir verkaufen erstmal noch die Rüstung der Zitadellenwache. Und die Schuhe. Was haben wir denn für Schuhe angelegt? Oh, das sehen wir gar nicht. Das sind nur die Sachen vom Todesritter, die wir hier sehen, die angelegt sind. Na gut. Dann machen wir das erstmal so. Oder was hast du denn hier für schöne Handschuhe? Rüstung 1, Zielgenauigkeit minus 3. Bonus auf Lebenskraft. Oh, nicht schlecht. Aber die sind halt auch entsprechend teuer. Bonus auf Mana. Ausgezeichnete Schärpe aus Stein. Ja. Und die gibt keine... Ja, deswegen braucht man auch Stärke 16. Aber die gibt keinen Schnelligkeitsmalus oder sowas. Ausgezeichnete Schärpe der Heilung. Hatte der nicht gerade eine andere Summe Gold? Ich jetzt total verwirrt. Ach so, ja, stimmt. Er hatte 100 weniger, weil wir ihm 100 gegeben haben fürs Identifizieren. So, mehr ist nicht zusammengekommen. Na gut. Bis dann. Aber wir haben einen Händler gefunden und ist schon mal viel wert. Oh, eine verschlossene Falltür. Vielleicht ist das ja das Geheimnis, was er uns eigentlich zeigen will. Aber wenigstens hier in diesem Gefängnis motzt uns keiner mehr an, wenn wir rumgehen und irgendwas klauen. Oh, eine schmutzige Vase. Gold! Eine weitere Flasche. Noch mehr Gold. Sehr schön.